Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Es geht weiter am einsamen Strand. Das hat sich gereimt und ich bin mal gespannt. Schon wieder, Alter. Viel zu gut. Was es hier so zu entdecken gibt. Im letzten Part habe ich auch schon gemeint, es könnte sein, dass wir auf ein Wasserlevel treffen. Das wird hier wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ich denke, wir könnten hier... Okay, wir können nicht tauchen. Da stellt sich dann für mich die Frage, ob wir überhaupt ein Wasserlevel bekommen werden. Also diesen Unterwasserlevel, diesen klassischen, den man halt kennt. Oder ob es wirklich nur so Strandlevel sein werden. Also ich hätte ja eigentlich Bock auf ein Unterwasserlevel. Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die meinen, oh nee, Unterwasserlevel, nee, lass mal. Oh, Moment. Der Schlafsack. Cool. Nice, ey. Richtig unnötige Ability. Aber es ist lustig. Es ist ein netter kleiner Gag. Und genau das habe ich auch mit diesen Spezialfähigkeiten gemeint. Also zumindest unter anderem mit den Spezialfähigkeiten gemeint, die man einmal benutzen kann und danach verschwinden. Ich meine zwar in dem Part, wo ich das gesagt habe, meinte ich zwar... Oh, was? Was ist da los? In dem Part, wo ich das gesagt habe, meinte ich zwar... Die OP-Fähigkeiten... Okay. Aber wenn es die Fähigkeit gibt, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es die anderen Fähigkeiten vielleicht geben wird. Na, obwohl. Ich glaube, das waren exklusive Gegner für das Spiel. Und ich glaube, den Schlafsack hat es generell öfter gegeben in den Spielen. Und hier. Der Fähigkeit haben wir noch gar nicht gespielt. Also lass das einfach mal machen. Wie an alles gedacht wurde, ey, das ist so cool. Das verschwindet nicht einfach nur, sondern es zischt so, als ob wirklich so ein heißer Stein in Wasser gefallen wäre. Ein Bonkers! Alter, und wie viel Damage da bekommt. Oh, ich freue mich schon auf die Hammerfähigkeit. Zumindest hoffe ich, dass es die hier auch wieder geben wird. Jawohl, so ist es. Okay. Leider kein Feuerhammer. Aber... Trotzdem die die Hammerfähigkeit. Ach, cool, Kirby. Echt mal wieder nice, ein Kirby-Game zu spielen. Habe ich ja schon mal gesagt. In irgendeinem Part, keine Ahnung mehr in welchen. Aber ich habe so lange kein Kirby mehr gespielt. Und ich habe auch überlegt, ob ich... Ja, nur für Kirby. Ja, okay. Auch andere Games hätten mich interessiert. Aber bei Kirby habe ich mir echt so gedacht, soll ich mir vielleicht doch noch ein 3DS holen? Ich glaube, da sind ja zwei Kirby-Games für erschienen. Aber da habe ich mir gedacht, das muss, naja, es müsste dann auch irgendwie aufgenommen werden können. Und...
Das wird dann natürlich auch wieder Geld kosten. Und soweit ich mich daran erinnern kann, war das... Zerstöre die Sandskulptur. Okay, nice. Soweit ich mich erinnern kann, war das ziemlich teuer. Oder kompliziert, oder was auch immer. Auf jeden Fall war das nicht so gut wie zum Beispiel für Konsolen. Weil ja, wie willst du aus dem DS ein Videosignal bekommen? Also aus dem 3DS. Geht bestimmt über einen der Anschlüsse. Aber wie gesagt, ich meine, das war irgendwie kostenintensiv oder irgendwas Komisches war damit. Okay. Ich wollte es nochmal testen, was passiert. Und, was ich auch gerne nochmal testen würde. Richtig cool. Das ist so... Ich glaube, das ist der einzige Gegner, den man nicht einsaugen kann. Also von den kleineren meine ich jetzt. Der sieht erst richtig süß aus und wenn man dann versucht, den einzusaugen, wird er einfach zum Monster. Nein. Nein, hau ab. Ich habe bei diesem Krokodil am Anfang erst gedacht, okay, vielleicht müssen wir es besiegen, weil das wirkt irgendwie so, als könnte man das nicht besiegen. Aber vielleicht kann man es irgendwie besiegen und das ist vielleicht auch eine Mission, die wir abschließen müssen, aber... Aua. Aber nö, die gibt's ja öfter. Okay, sehr schön. Sind wir gut durchgekommen. Okay. Ich wollte es nur nochmal überprüfen. Nicht, dass da dann irgendwas ist. Und wenn es nur eine Kapsel gewesen wäre. Die hätte ich auch gern mitgenommen. Und hier runter? Ja, bringt einem nur nichts. Und hier drüben? Aha. Ja, ja, okay. Nee. Das ist nix. Oh! Und hier gibt es den Ring. Schön. Ring, Windstoß. Oh, nice. Das ist cool. Eine Windmühle. Da ist klar, was man da machen muss. Und das hebt einfach den Strand an. Okay. Macht nicht wirklich Sinn, aber coole Mechanik. Aber wir brauchen den Ring wahrscheinlich noch, ne? Ja, hier drüben. Und ich glaube, wenn wir ins Wasser fallen, dann war es das mit dem Ring. Ah, cool. Sollen wir den weghauen? Ja, können wir. Nice. Gibt's bestimmt irgendwo ein Secret, oder? Oh, da ist schon das Ziel. Oh, eine Maxi-Tomate. Knacke 3 Klopf-Klopfnüsse. Okay. Das eine? Nee, ne? Das ist nur eine Münze. Das ist nur eine Münze. Die Musik ist chillig. Ich bin auch schon wieder viel zu wenig auf die Musik eingegangen. Musik bisher ultra solide. Sehr chillig, sehr verspielt. Echt cool. Ist aber nicht nur alle hier in dem Bereich, kann das sein? Ja, okay. Dann muss der Level halt nochmal gemacht werden. Und ich sehe da gerade, dass es da
einen Bereich gibt, den man aufsprengen kann. Beziehungsweise aufbrechen kann, besser gesagt. Mann, ey, dabei habe ich doch gerade danach gesucht. Dumm. Aber gut. Was soll's? Aua. Nein, hau ab. Okay, sehr schön. Einen haben wir... Wir haben sogar einen Waddle Dee nicht gefunden? Was? Okay. Und ja, hier gibt es auch keine Nuss, also werden die wahrscheinlich im ganzen Level verteilt sein. Okay, nice. Okay, was passiert, wenn wir uns einsaugen lassen? Ist überhaupt irgendwas? Nö. Okay. Alles klar. Hier gibt's auch nichts mehr. Aua. Ja, komm, hau ab. Nee. Ah, alles klar. Gut, wenigstens haben wir ein bisschen was entdeckt. Oh, und vervollständige den Schriftzug auf dem Dach. Kanone. Okay. Blutiefer. Ja, und alle drei Kapseln haben wir auch nicht gefunden. Geschweige denn, es gibt überhaupt in jedem Level drei Kapseln. Aber wir haben ja auch jetzt gesehen, dass es immer dann die Kapselautomaten gibt, die wir benutzen können. Und es erscheinen direkt zwei Portale. Hammerschatz. Was? Was hast du gesagt? Anscheinend wurde ein neues Gebäude in der Stadt fertiggestellt. Komm, wir sehen uns mal an. Okay. Ja, aber erstmal machen wir das hier. Hammerstraße, hau die Pfosten. Ja. Die Pfosten hauen möchte man in sehr vielen Lebenslagen manchmal. Aua. Ah. Ja, okay. Aua. Mann, ey, Kirby, kannst du dich nicht... Alter. Kannst du dich nicht länger spinnen? Zielzeit 45 Sekunden. Ja, komm, wir machen es nochmal. Also dürfen wir nur 2:15 übrig haben. Hallo. Okay. Okay, nice. Okay, okay. Wir haben uns zwar öfters treffen lassen, aber es ist halb so wild. Das ist halb so wild. Wir kommen hier gut durch. Was? Was? Z-
Zielzeit 45 Sekunden? Können wir irgendwie einen Hammerschwung nach vorne machen oder so? Wir sind doch viel zu langsam mit dem normalen Laufen. Ach du Scheiße. Okay, ich probiere es noch einmal. Ich glaube, das kann ich... Hallo, geh darüber, Mann. Ich glaube, das kann ich direkt neu machen. Okay. Nein, ich darf mich nicht treffen lassen von den Viechern. Also die müssen auf jeden Fall weggekloppt werden. Ja, okay. Boah, ey, das wird krass. Ich habe mein Bestes gegeben. Ach man, man darf sich null treffen lassen. Holy shit, eine halbe Sekunde. Okay. Ich möchte das aber auch jetzt in diesem Part eigentlich fertig machen. Also hier wieder an der Stelle, an die Leute, die keinen Bock mehr haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gern ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und für alle anderen, ihr könnt ja mit mir leiden. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Nein, 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 was ist das? Was ist das für eine asoziale Challenge? Alter! Wie heftig muss man sich denn hier beeilen? Oder gibt es wirklich irgendeine Methode, um schneller mit dem Hammer voranzukommen? So wie mit dem Feuer. Da kann man ja auch so nach vorne dashen. Geht das hier auch mit dem Hammer? Aber ich glaube halt nicht... Nee. Irgendwie geht's nicht. Okay, dann nochmal. Und dieses Mal so schnell wie es geht, ohne sich treffen zu lassen. Ja, können wir direkt nochmal machen.
Alter, was ist das schon wieder für eine Challenge? Ja, ist okay. Das ist gar nicht okay. Das ist null okay. Holy shit. Okay, let's go. Oh, da sind wir aber echt schnell durchgekommen. Nein, was tust du, Kirby? Och man, was war das? Warum wurde ich da so weggedrückt? Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren. Aber es reicht. Holy shit, Alter. Und wie schnell ich vom Sprungknopf zum Angreifen wechseln muss. Also wie schnell ich von A zu B wechseln musste, um diese Combo durchzuführen. Mit dem Springen und direkt angreifen. Holy shit. Als du ruckzuck zurück in die Stadt möchtest, einfach B drücken. Ja, ja, ist gut. Ach, Alter. Okay. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben den Waddle Dee Lieferservice wieder ins Leben gerufen. Erhalte besondere Items über Geschenkcodes. Ah, okay. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben Kirbys Haus gebaut. Gönn dir dort ab und zu eine kleine Auszeit. Okay, das hätte ich mir vielleicht erst im nächsten Part anschauen sollen, aber gut. Wir werden es uns dann im nächsten Part vernünftig anschauen und dann werden auch die, die weggeschaltet haben, die beiden Dinger hier sehen. Vor allem hätten wir jetzt auch nicht mehr wirklich Zeit dafür. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir uns dann, wie gesagt, die beiden Häuser anschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis demnächst und ciao.